weiter geht's heute in der Liga. Und ja, mal gucken, wer der nächste Gegner sein wird. Wir haben noch einige Nachrichten aus dem Büro. Ja, diese Kampfsieg in Fürth. Das war ganz, ganz wichtig. Da war ganz, ganz wichtig, dieser Sieg. Um halt weiter oben dran vorne weg zu bleiben. So. So. Gut. Gucken wir mal in der Teamzentrale. Ich will zumindest mal einen Vertrag verlängern. Vielleicht um ein Jahr. Verlängerung delegieren, wenn er bleiben möchte. Ja, super. Und du willst nicht bleiben? Ja, schade. Okay, Vertrag verlängert aus. So, gucken wir mal gerade eben hier noch schnell rein. Okay, perfekt. Super. Entwicklungsplan von Tommy wird natürlich noch ein bisschen übertroffen, wird noch ein bisschen besser. Und ja, wie gesagt, das nächste Spiel steht jetzt an. Das dürfte jetzt, ich weiß gar nicht, wer jetzt der nächste Gegner sein wird. Wir haben jetzt Spieltag Nummer 10 heute. Oh, okay. Dauert jetzt alles einen Moment, weil er mit dem Training jetzt noch ein bisschen was dabei ist. Das ist gar nicht, das dauert jetzt alles, klar. Also sind jetzt noch, ist jetzt Pause gerade mal. Eine kleine Pause, zumindest wahrscheinlich eine Länderspielpause oder irgendwie sowas. Okay, Brasilien stellt Argentinien 1-0, das ist okay. Paderborn. Okay, das ist der nächste Gegner dann in der Liga. Gut, Halbspiel gegen den Tabellenzehnten aus Paderborn. Ja, die Mannschaft kann man da so stehen bleiben, weil jetzt uns ja nicht wieder ausgeruht. Das musste nach dem Sevilla-Spiel, muss ich ein bisschen rotieren. Es kann aber auch sein, dass einfach die vielen Rotationen natürlich das Spiel in Fürth ein bisschen beeinträchtigt haben. So. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los. Bleiben Sie dran. So, okay. Nächstes Spiel gegen, wie gesagt, den SC Paderborn. Ihr Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ihre beiden Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen jetzt eine Begegnung aus der zweiten Bundesliga. Schalke 04 gegen SC Paderborn. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht. Gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Die Nummer 30. Er wird für ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Äußerst treffsicher ist er im Moment. Viermal hat er in den letzten drei Spielen zugeschlagen. Heute wird er nachlegen. Die Nummer 20, Sehr Kalasina. Die Nummer 5, Weston Mecken. Die Nummer 14, Florian Krüger. Die Nummer 16, Javon. So. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Also, das ist so wieder die Aufstellung jetzt für die Spiel gegen Paderborn. Also die Gäste noch schnell. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. So, los geht's. Schalke Ball rollt. Die Begegnung mit dem Anstoß eröffnet. Wichtiges Spiel heute, wie gesagt, an Spieltag 10. Sind wir schon in der Winterpause, aber es sind noch 7 Spiele dann. Also.
Aber jetzt mal die Hausaufgabe, unsere Hausaufgabe machen. Krüger traf gegen Sevilla. Doppelt und diesmal nicht. Ah, den hat er schön oben drüber gesetzt. Von der Position muss der eigentlich rein. Schade. Da war schon eine dicke Chance, nach 4 Minuten hier die Führung zu erzielen. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Ja, Ballverlust, gut. Sonst nicht gut. Terodde, Terodde. Und das ist die nächste Chance, die vergeben wird. Das ist ärgerlich. Macht alles richtig bei diesem Kopfball. Eine super Technik. Ernsthaft. Am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. Also 200%ige schon nach 6 Minuten vergeben. Es ist eng an der Spitze. Richtig eng. Und das wird natürlich keine leichte Aufgabe heute. Sie wissen, dass sie weiter punkten müssen, um dran zu bleiben. Für Paderborn jedenfalls, ja. Vor allem, dass Dynamo da oben drin steht. Die sind eigentlich auch gerade erst. Wir sind ja auch gerade erst aufgestiegen. Ne, jetzt sind nicht aufgestiegen, Quatsch. Wir sind gerade drin, sind drin geblieben. Aber Matei und dann macht Paderborn besser. Ernsthaft? Du hast 200%ige versetzt, die da vorne, machst die Dinger nicht rein und kriegst dann quasi im Gegenzug das 0-1. Ach, rennst du schon wieder im Rückstand, der ja ist zum Kotzen. Aber das war Amadea. Ja. Ach, bei uns wäre der Ball noch vorbeigegangen. Dennis Trevini 1-0 für den SC Paderborn. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Na gut, dann müssen wir jetzt unsere Arbeit ein bisschen. Amatei, der jetzt ein bisschen von der Rolle ist, traf ja. Ja, schön gelöst. Gut gemacht, der Ball auf außen auf Flockriger. Ball in die Rücken, in den Rückraum, Tor. Der das nächste Tor freut die Fans natürlich. Vor allem die Fans vom offensiven Fußball sieht nach 19. Minute Ausgleich. Also zumindest mal da die Aufgabe gemacht. So, da ist der Konter. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. Naja, zumindest mal da die Aufgabe gemacht. Ja, 8. Saisontor mittlerweile für ihn. Letzte Saison, in der letzten Saison gab er 33 Mal. Mal gucken, wo es die Saison hinführt. Eine Liga höher. Aber wie gesagt, das 8. Saison da mittlerweile schon. Also, erste Aufgabe. Gelöst nach dem unnötigen, meiner Meinung nach, unnötigen Rückstand. Schnell dann Ausgleich erzielt. Die dritte Chance war dann der Treffer. Zwei haben wir ja schon gehabt. Durch Krüger und Terodde, die eigentlich mindestens ein Tor hätten machen müssen. Da kriegst du halt das Gegentor. Terodde. Aber dann passiert halt das. Jetzt kann er abseits. Und es trifft halt immer momentan. Der Torjäger, 9. Saisontor. 25. Spiel gedreht. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. 2-1, hier ist noch alles drin. Jo, Spiel wie gesagt gedreht. Man führt wieder. Und bleibt dran oder möchte zumindest erstmal dran bleiben. Ah, Tick zu weit. Ah, der ist weg. Der ist weg. Schwacher Abschluss, überhaupt nicht gefährlich. Amatei. Amatei. Ja, wie gesagt, der hat das Ding ja eigentlich auf dem Fuß aufgelegt hatte. Den Ball spielt er raus. Schalke macht hoch. Und der Rosse und der sich da einmal rumdreht. Kommt jetzt die Flanke rein. Terodde! 3-1, Keeper dran, haben wir den Ball drin. 33. Minute. Beweg auf die Wiederholung, da ist die Flanke. Und dann sehen wir natürlich,
dass er da den Ball nur noch einnicken muss. Ja, das ist keine Anstrengung. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Es gibt ein Tor auf einem anderen Platz und damit kurz mal rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Aue. Der neue Spielstand damit 1:1. 34 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für diese Infos. Ja, ich hätte gerne gewusst, gegen wen die heute spielen. Sie holen sich den Ball bitte. Ich habe mir tatsächlich nicht den aktuellen Spielplan angeguckt, aber müssen wir gleich gucken, wenn wir dann in wenigen Minuten in der Halbzeitpause sind. Dann wissen wir nämlich, auf die Spielstände sind. Und dann ist es wieder Paderborn. 2:3, den kriegst du überhaupt nicht verteidigt. Dein fünftes Tor in diesem Spiel. Jetzt auf der Hälfte. Das ist, Ding geht hier offen wie ein Scheunentor. Also, wie gesagt, 2:3 nur noch. Da kommt die Wiederholung dieser Szene. Ausgangspunkt ist die. Aber Weltklasse. Noch Weltklasse rübergelegt da. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ja. Und erneut ein Tor, erstes Saisontor. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3:2. Das ist ein enges Spiel. Wie gesagt, das ist jetzt schon aus Fürth. Und hier sind schon 5 Tore gefallen, mal gerade eben. Na, aber gut, okay. Könnte jetzt was werden. Der raus, ohne der mal die Außen geht, der muss es halt wieder alleine richten. Kann aber nicht, weil der Verteidiger aufpasst. Ach, was ist das für ein Einwurf? Gut aufgepasst und abgepackt. Einer nur, der Torschütze eben gerade, der Verteidiger. Ist ja eigentlich Verteidiger, glaube ich. Mit Verteidiger oder so. Und macht dann so ein Ding nach vorne. Vorne jetzt die Balleroberung. Ah, der Rose kommt nicht vorbei. Ananou, der macht das gut da hinten, ja. Da sein Laden zuhält. So. Del Rose und Terode, keine Abseits. Terode, den brauchen wir eigentlich in der Info. Ein bisschen. Da ist die Chance. Hinten und der, es ist aber scheißegal. Der kann auch Vorlage. 4:2, Bader. Für Schalke. Sechstes Tor in dieser ersten Halbzeit. Der macht da vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Jetzt hat er den Dreierpack. Wahnsinn. Bei ihm klappt heute wirklich alles. Ja, 3 Tore von okay, Kubelanski. Tor Nummer 10 müsste das jetzt sein schon. Andere Perspektive an. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das erhofft. Jo, und dann ist Pause. Grund zum Jubeln in der ersten Hälfte. Halbzeitergebnis 4:2. Wir sehen es hier, der macht eine richtig gute Partie. Starker Auftritt von ihm, er versucht es aus allen Lagen. Jo, damit ist dann ja eigentlich alles geklärt, aber das macht er einfach nur scharf wieder, der Amate. Und dann geht es in 0:1. Nachdem er selber 200... Nachdem du dann 2 Tore machst. Und so, kurz in die Zwischenstände, die wir bekommen haben. Darmstadt, Würzburg 1:1 und Aue gegen Union 0. Ebenfalls 1:1. Das ist gut, dann weiß ich zumindest, dass Aue gegen Union spielt. Das ist für uns gar nicht mal so wichtig. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Ja, mal gucken, was die zweite Halbzeit hier noch wird. Ja, 6 Tore in der ersten Halbzeit. Ich hatte keinen Moment mehr, wenn es in der zweiten Halbzeit ähnlich wird. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Ah, Ballverlust da vorne in der Vorwärtsbewegung. Der war gar nicht so unwichtig. Wird's jetzt gefährlich? Ah, nicht ganz. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Oh, guck mal, Dings kommt nicht rein. Zweikampf mit Kenny. Und die Ballerin Dragovic. Jetzt. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. So, ach, das war weg. Wichtig verteidigt so da. Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen.
Jede Menge Platz auf dem Flügel. Prüger. Da ist die Flanke ins Zentrum. Wichtig, dass er da klärt. Schön gelöst. Ach. Super dazwischen gegangen. Ich dachte mir, ich hatte da vielleicht ein bisschen mehr Platz. Es gibt gleich den Wechsel. Sebastian Bastianis. Oh, McKenny Tor! Also kein McKenny Tor, sondern das Tor von Paderborn zum 1, zum 3, 4. Das sind Jades. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist mir sicher. Dieses Spiel ist ein Highlight für die Zuschauer. Und ja, der Grieche mit dem 1, Anschlusstreffer. Die Gäste werden wechseln. Krüger. Das sieht vielversprechend aus. Krüger. Komilanski. De Rosun. Und Hut verändert das 5-3. Kompliment. Großes Kompliment. Puh, was ein Spiel, ey. Da komme ich. Vor allem den Gegner kriegst du auch gerade nicht totgesetzt. Den Gegner kriegst du auch gerade nicht Schachmatt da hinten. So. Doppelwechsel. Und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Ecke in die Mitte. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. So, nächste Ecke, glaube ich. Ja, Doppelwechsel, wie gesagt. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. McKenny. Mama Tay, der das Ding eigentlich eröffnet hat mit seinem blöden Fehler. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Also Schalke muss jetzt irgendwie das fünfte Tor machen, um ein bisschen wieder Ruhe reinzukriegen. Ja, Paderborn, 71. Minute. Das geht jetzt über die Außen wie Andrzej. Das ist zu einfach momentan. Und Renouflet, diese Flanke wich weg. Und das ist so wichtig gewesen. Paderborn versucht es nochmal reinzukriegen. Der Rosen vielleicht jetzt mit dem 2-4. 5-3, oder? Ja! 5-3. Tor Nummer 8 heute. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Anfang. Und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Wieder mal zwei Tore vor. Aber spitze gemacht. So. 5-3 jetzt also. Ja, was ist denn hier heute los? Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Also 3-2 in Fürth gewonnen. Davor da, gut, die beiden Siege mit 5-1 gegen den AZ, gegen die Alkmaar und dann in Sevilla noch. Aber dann hier in der Liga jetzt weiter mit Marco Richter. Jetzt nochmal ein bisschen über die Außen, der nochmal ein bisschen Power reinbringen soll. Und es gibt die nächste Ecke. 81. Minute. Leider noch 10 Minuten. Ja. Also was die Fans hier heute abliefern, das ist aller Ehrenwert. Gambula! Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Ball ist wieder weg. Oh ja, das könnte... Ich sehe Bewegung auf der gar Bank. Nichts, okay. Es gibt gleich den Wechsel. Oh, das darf nicht passieren. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte mir, okay, den Füchse, der soll locker weg. Der ist so ewig lang unterwegs, dann holst du dir, aber nicht ganz. Es gibt ein Tor auf einem anderen Platz und dann ja. Kurz mal rüber ins Studio. Wir haben hier den Gambula. Für den ersten FC Union Berlin. Was macht er drauf? Gambula! 6-3. Tor Nummer 9. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann hat er wirklich nicht viel Platz. Aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Hier nochmal dieser Treffer. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Gleich wird hier ausgewechselt. So, jetzt wechselt Paderborn nochmal aus.
Ah, McKennie doch nochmal gelb gesehen, okay. Ich bringe jetzt mal noch Hack rein, dass ich ein bisschen vielleicht nochmal zukriege da hinten. Vor allen Dingen bezüglich der gelb-roten Karte oder einer möglichen gelb-roten Karte. So, Paderborn wechselt nochmal aus. Wir auch. Wie gesagt, Hack für so McKennie. Können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten, die Partie ist so gut wie gelaufen. Ja, leider ist hier. Sie haben den Ball. So, Gamula, und jetzt könnte es das Ende der Partie werden. 7 zu 3. Nichts zu halten hier. Sieben, drei für uns. So doch euch immer die selten. Bis zum Ende spielen sie nach vorne und dann treffen sie kurz vor Schluss nochmal. Ja, ich hatte das Spiel sogar tatsächlich. Es gab so ein ähnliches Ergebnis schon mal, aber da fehlte ein Paderborn und da wollen wir uns 7-4 gegen Leverkusen. Aus einer anderen Kameraperspektive. Also sein zweites Saisontor. So, ich muss machen. Ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Jetzt ist hier Feierabend. Es gibt kein Tor mehr von Paderborn. Es bleibt bei 10 Toren. 7 zu 3 der Endstand gegen Westfalen Paderborn. Wie sie heute aufgetreten sind, man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Das ist dann das Endergebnis. Aber ja, auch so ein schönes Ding, ey. Ja, das schön da aus, aber die beiden Verteidiger gelegen und lauter das Ding gegen die Laufrichtung und Keeper. Und da ist das Tor. Da ist die Chance. Und da hat er den Dreierpack. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne. Ja, Endstand nach diesem ein irres Spiel, definitiv. Und vor allem, man muss mal auf die Torschüsse gucken. Wir haben 7 Torschüsse gehabt und die haben alle gesehen versenkt. Und die Gäste haben 4 Torschüsse gehabt und machen 3. Also. Ja. Ja. Passt. Aber wie gesagt, krasses Spiel, definitiv. Aber wie gesagt, gegen Leverkusen war es 7-4. Da hatte ich jetzt ein bisschen drauf gehofft, aber. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. So. So, ja. Vielen Dank für diese Aussage. Ja, die drei Tore hat er ja im Dings gemacht, sogar noch um. Oh, nächstes Spiel gegen Big Servette, ja. Gut, dann würde ich sagen, Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich muss mich jetzt ein bisschen beruhigen nach diesem Spektakel, nach dem 7 zu 3 gegen den SC Paderborn. Und heute geht es dann weiter mit dem nächsten Spiel gegen Servette. Und da wollen wir natürlich die nächsten Dreier holen, um dann den nächsten Schritt machen in Richtung nächste Runde. Wie gesagt, 2 Siege haben wir, 2 Spiele haben wir gegen Servette. Also ich glaube erstmal auswärts und dann zu Hause, wie auch immer. Und dann schauen wir mal. Ja, wir sehen uns dann wieder auf jeden Fall. Bis dahin und.